Okay, Leute, machen wir von hier aus weiter. Ich bin jetzt irgendwo von dort vom Polizeirevier, bin ich jetzt hier zu diesem einen Apartment kurz rübergelatscht und ich habe einen Doppelstopp gemacht und zwar einmal bei der Tanke und bei der Klinik. Bei der Tankstelle, wie man sieht, ich habe das meiste Zeug komplett verkauft. Schrotgewehr ist weg, Schrotmunition ist weg und das meiste an Alkohol ebenfalls. Dafür habe ich nicht viel eingekauft, nur ein paar Betäubungspfeile mehr. Jetzt haben wir 17 Stück. Und das Wichtigste ist natürlich, ich habe mir noch einen Praxispunkt geleistet. Jetzt sind wir bei 3 Praxispunkten insgesamt. Und die muss ich doch irgendwo für ausgeben können. Hacken wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Typhoon-System, kybernetische Armprothese, Reflexverstärker. Wie viel kostet mich Unsichtbarkeit? Wo ist das hier? Da. 2 Punkte, okay. Bis jetzt habe ich das nicht gebraucht, weil Hacken effektiver war, um Sicherheitssperren zu deaktivieren. Also nehmen wir erstmal die Hackenfähigkeit. Hacken verstärken, Hacken übernehmen. Das müsste das hier sein, ne? Nee, das ist Terminal Stufe 4 Hacken. Das möchte ich noch nicht einschalten. Kontrolle sicherheitsabgekoppelter Geschütze. Roboter, nein. Machen wir später. Hackanalyse. Informationen knoten als Netzwerk, bevor sie die Entscheidung treffen. Das kostet mich einen Punkt und dann habe ich das alles. Okay, 2 Punkte. Verstärken, so. Erhöht die Klassifizierung um Punkt 1. Erhöht die Klassifizierung? Hier, genau, das will ich. Hacktarnungserweiterung. Direkt mal. Ein Punkt rein. Senkt die Gefahr um 15%, sind die Gefahr um 30%. Da haben wir 45%. Ich würde mal sagen, das macht uns das Leben schon mal wesentlich leichter. Und wir bekommen da unten Transhumanist-Errungenschaft freigeschaltet. Cool. Geil. Direkt mal der Erfolg. Der Grund, warum ich hier stehe, nicht nur wegen diesem blöden Apartment, ist auch, dass ich das hier nochmal zeigen wollte. Weil wir können nämlich. Oh, Moment. Die Reichweite muss stimmen. Oh, scheiße. Schade. Komm nochmal, nochmal, komm hier, Ball. Ball, Ball. Ball, kommst du her? Scheiße, Ball. Okay, das war zu hoch. Ach. Leute, glaubt mir einfach, wenn ich sage, im echten Leben bin ich ein besserer Basketballspieler. Meine 1,95 Größe haben da schon ihren Vorteil. Und ja, ich bin wirklich so groß. So, da geht's woanders lang. Wir wollen hier lang. Das müsste. Ja, hier rein. Genau, hier die Tür. Wer bist du denn? Ich Ne. lebe seit einer Ewigkeit auf der Straße. Hab schon eine Menge Scheiße gesehen. Ja, das glaube ich dir. Also wenn man auf der Straße lebt, dann sieht man garantiert an der einen oder anderen Ecke Scheiße liegen. Es kommt davon, wenn die Hundebesitzer ihre Sachen nicht wegmachen. Tja, manche Leute sollten sich echt was schämen. Versuche übrig sollen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Weil jetzt haben wir 15% Chance, überhaupt entdeckt zu werden. 15% Leute. Also da muss wirklich schon Pech sein. Und ich hab's jetzt gerade heraufbeschworen mit dem Pech. Wetten, pass mal auf. Eins, zwei. Huh, kein Pech gerade. Kein einziges System, das mich entdeckt hat. Wie geil. Ey, ich bin gerade so froh über dieses Upgrade, was ich eben gemacht habe. Zugriff gewährt. Das ist mal viel besser als das von vorher. Elektroschockpfeile. Elektroschockpistole, ja! Ja, wie geil! Wie geil, Info will ich ansehen. Betäubung einzelner Ziele auf kurze Distanz. Die Wirkung setzt sofort ein. Kann auch eingesetzt werden, um Roboter und elektronische Geräte kurzzeitig zu stören. Ja! Ja! Dankeschön! Okay. Okay, super. Geil. Toll. Perfekt. Das wollte ich haben. Wo haben wir es hier? Elektroschockpfeile sind die da. So, warte, das ziehen, das ist schon in Slot 3 eingelegt. Das ist gut. Wie geil der das zieht hier.
da, wow. Und dann klappt er das zusammen. Eine klappbare Elektroschockpistole, wie Hammer ist das denn? Aber das Ding hat keinen Schützenmodus, das heißt, ich bin jetzt ziemlich zuversichtlich, dass ich das tue. Ich werde jetzt einfach mal das Laserzielsystem... Och man, no, genau das geht natürlich nicht. Pissen. Scheißdreck. Nachladesystem, finde ich, macht nicht so viel Sinn. Und gehen tut's eh nicht. Aber hier. Moment, das ist aber Ladegeschwindigkeit, ne? Das ist Einzelschüsse. Ja komm, wenn wir es damit eh nicht kombinieren können, packen wir es da drauf. So wie ich das gerade eben gesehen habe, ja, werden die Upgrades hier auch angezeigt. Sehr gut. Okay, okay, okay. Geil, ich habe meine Elektroschockpistole gefunden. Ja, 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 haha, Party Time. Jetzt kann ich endlich mal testen, was das Ding drauf hat, auf kurze Distanz mal so jemanden in den Rücken zu schießen oder so. Hm. Das war's schon. Ich muss doch da rein. Ich bin mir verdammt sicher, dass ich da rein muss, weil guck mal auf der Karte. Stehe ich so gut wie davor. Ah, okay, wir haben ein Problem. Ich sehe schon. Die einzigen Geschosse, die auf der Karte gerade angezeigt wurden, sind Feuerleitern. Das heißt, ich muss da irgendwie über eine Feuerleiter rein. Ach so, ich dachte gerade schon. Aber ich glaube, da sind wir auf der falschen Seite, oder? Ih. Boah, das ist so ein Scheißsystem mit der Karte hier. Ja, wir müssen zur Rückseite des Gebäudes. Dann gehen wir da nochmal hin, könnt ihr den Weg ansehen, den ich eben geschlichen bin. Beziehungsweise, Quatsch, habt ihr eben schon gesehen, als ich Basketball gespielt habe. So. Wie spät ist es eigentlich? Oh, ein bisschen habe ich noch. So. Wir müssen da rein, in das Haus. Aber wir haben hier keine Feuerleiter. Nee. Moment, ach Moment, Moment, ich verstehe schon. Die Feuerleiter gehört zu dem Gebäudekomplex dazu. Okay. Das heißt, wir können einfach so hochklettern, das müsste klar gehen. Ich erinnere mich, glaube ich, gerade ganz dumpf daran, dass da oben ein Sicherheitsschloss war, was mir beim letzten Mal zu hoch war. Oh, hier kann ich reinsteigen, cool. Aber das will ich jetzt erstmal mal angucken. Hier kann ich auch rein. Und hier... Nicht. Toll. Das höchste Fenster ist mir natürlich gesperrt. Toll. Sinnvoll. So. Genau hier müssen wir rein. Und das speichern wir auch nochmal ab. Ich glaube, vielleicht speichere ich gerade ein bisschen zu viel, aber... Na. Komme ich da so durch? Ja, mit Kriechen. Gut. Und Quick Save. Noch besser. Gibt es ja wieder unendlich Türen, die ich aufknacken kann, um Erfahrungspunkte zu bekommen? Oder... Wenn diese D-Row-Jungs mein Zeug übertaggen, mache ich sie kalt. Ach ja? Und wie? Hab mir bei Serana Hurricane TMP-18 besorgt. Kranke Scheiße, Mann. Wusste gar nicht, dass der sowas auf Lager hat. Double T hat ihm die Miete erlassen, deshalb hat er uns ein paar mitgebracht. Wie es aussieht, sind okay. Die Müllhalde nicht gerade billig. Alle MacBees neutralisieren. Double T K.O. schlagen. Heimlichkeiten. Moment, ich muss noch mal was nachchecken. Heimlichkeiten. Double T leben. Sobald ein Reiter drin wird, lassen sie ihn von Leuten abholen. Dass ihm nichts passiert. Hm, gar nicht, wenn Fremden zu wir. Das heißt, wir das alle ausschalten muss. Typen übersehen, damit Jennys Double-T dann hinterher in Schutzhaft nehmen können. Okay, oh, oh, das wollte ich wissen. Also ich muss die Kerle töten. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben, aber die nicht. Oh, die schlechten Witze werden immer besser. Oder schlechter, je nachdem. Gut. Wir haben hier einen Türenkomplex. Das heißt, wenn ich da reinkäme, habe ich schon mal einen Vorteil. Scheiße, da komme ich gar nicht rein.
Habe ich noch diese Granate aufgesammelt oder habe ich die letztes Mal liegen lassen, ich Idiot? Nein, ich habe es natürlich liegen lassen. Das ist die Stelle, Mann! Die Kollegen sind nicht sehr gut. Moment, ist einer von denen mein Ziel? Ja, der hintere, okay. Was, du lebst noch? Kollege, ich hab dir einen Kopfschuss gegeben. Hä? Steht der Typ da hinter denen? Verstehe ich nicht. Komm. Ah, der ist das, okay. Das sollte ja kein Problem sein für mich. No problemo. Kein Problem, Alter, insgesamt. Nehmen wir erstmal alles mit. Wenn wir es nicht selber brauchen, kann man es am Ende gut verscherbeln. Ah, Munition. Credit Chip. Noch eine Schrotflinte. Sammle ich jetzt die Schrotflinten alle beide ein? Nee. Nur die wird upgraded oder repariert oder was auch immer. Ein PDA. Mit der Unterzeichnung des Mietvertrags bestätigen Sie, Miete zu zahlen, keine Plätze verbuchen. Schlafzimmer Türlotte 3733. Okay. Eine Maschinenpistole. Moment. Ah, doch richtige Taste gedrückt. Kann ich die noch irgendwie unterbringen? Wie groß ist die denn? Ach shit. Moment, wie groß ist die? Ja, wahrscheinlich so 6 Plätze oder so groß, das kann ich gleich vergessen. Schrotpatronen, Moment, dann laden wir mal kurz die Schrotflinte nach. Schmeißen die restliche Munition wieder weg. Weil für 2 Plätze Munition mitnehmen ist Quatsch. Ach, verdammt. Scheiß Inventarführung. So. Linke Maustaste gedrückt halten führt zum Ziel. Wie viel Platz braucht die? Wahrscheinlich ist es so ein 9er-Feld oder so. Scheiße. Scheiße. Wie soll ich das denn hinkriegen? Moment. Warum gibt es kein automatisches Sortierungssystem für mich hier? Das wäre doch mal ganz nett, Leute. Böse Entwickler. Kriegt das doch mal ordentlich hin. Pistolenmunition, Energy Regal, MP-Munition. Ach, wisst ihr was? Vergesst es. Keine Lust. Kein Bedarf. Der hier ist es. Nehmen wir den Kerl doch mal und ziehen irgendwo in Sicherheit. Hey. Die Tür ist nicht die Schwelle alles Daseins. Du darfst hier ruhig durchkommen. Ziehen wir ihn mal hier rein. Keine Ahnung warum, aber in der Quest steht, dass ich ihn sichern muss, bis die Typen eintreffen. Und das heißt für mich im Klartext, dass ich ihn nicht im Gang liegen lassen sollte. Oh, was ist das? Noch eine Schrotflinte, natürlich. 4 Schrotpatronen. Ah, okay. Leute, ist die Musik gerade irgendwie angespannt? Mir kommt so vor. Ein Wurm. Und leer. Und ein PC. Sehr gut. Hacken.